So, willkommen zu einem neuen Let's Play zu Die Sims 4. Endlich ist es draußen. Ich habe ja Sims 1 gezockt damals, Sims 2, Sims 3 auch mit vielen Erweiterungen. Dachte ich, Sims 4 gucken wir uns auch an. Das Lustige daran war ja, dass bei Sims 3 ja sehr viele Beschwerden kamen von Abstürzen und Ladezeiten. Problemen und weiß der Himmel nicht was alles, aber ich hatte nie Probleme. Das finde ich immer interessant. Und ja, bei Sims 4 haben sie es natürlich extrem stark geändert. Die Anforderungen sind null im Vergleich zu irgendetwas. Also so, ja, 2004 Spiele in etwa Anforderungen. Und wir stellen uns jetzt einen Sim, sagen wir männlich, weiblich. Ich werde mir einen feinen, dezenten Herrn machen. Was ist das? Standard. Okay. Klar. Warm. Brüchig. Ah, das ist die Stimme. Okay. So, was haben wir hier? Kleinkind, okay. Junger Erwachsener, passt. Wo kann man jetzt die Form... Achso, muss man direkt hier drauf also. Gesicht, Haare. Nehmen wir mal Gesicht. Gesichter und Haarfarbe. So, Entschuldigung, muss ich mir mal räuspern hier. Mauldetails. Ah, Hautdetails, nicht Mauldetails. Was machen wir denn hier? Haben wir hier irgendwo ein schönes Gesicht irgendwo? Ich werde hier nämlich gar nicht lange herumeiern. Zu kantig. Zu groß. Hier mal ein bisschen hier wegzoomen, dann sieht man das nämlich besser. Die sind alle so komisch. Oh, ich denke, das lasse ich ihm. Wo hatten wir hier Gesichtsbehaarung? Die machen wir hier mal weg. Wo ist hier der... Hier, das müsste ohne sein. Okay. Haben wir ohne. So, dann brauchen wir noch Haare. Geben wir ihm denn für eine Frisur? Oh, er muss der Hut mal weg. Okay. Ah, so hebe ich es auf. Okay. So, hier hat mir Haare. Das gefällt mir aber noch nicht ganz. Nehmen wir... Wie sieht's mit dir aus? Nee, ist nicht ganz meine Frisur. Das auch nicht. Ah, hier, da kommen wir schon eher hin. Ah, die nehmen wir. Aber die Haarfarbe müssen wir noch ändern. Ah, das sieht gut aus. Vermutlich kann man die... Richtig feine Sachen vermutlich wird man nicht machen können. So, Gesicht. Kann man hier die Augen auch verändern? Was haben wir hier? Make-up. Haarwäre. Hier haben wir den Cap, Sonnenbrillen, der kriegt kein Cap. Aber den ziehen wir jetzt noch was Feines an hier. Da möchte ich ein Hemd haben, Jacke,
T-Shirt, Pullover, Tanktops mit Knöpfen, Sweatshirts, Anzugsjacken, Poloshirts, Westen. Wo werden das dann dran? Gucken wir unter T-Shirts. Nö. Nö. Ja, hier kommen wir schon eher hin. Rein weißes gibt es nicht. Nö, 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 nö. Okay, das ist gleich alles in einem, aber das sieht ein bisschen zu dramatisch aus. Nur ein Hemd gibt es hier anscheinend nicht. Das ist doch etwas schade. Vorgefertigte Looks, mal gucken. Die sehen alle irgendwie nicht so danach aus, als würden mir sie gefallen. Körper. Achso, das ist der Körper gewesen. Hier. Körper, Haarfarbe, Tattoos. Tops. Okay, hier war's. Wie sieht das aus? Ah, das sieht auch schon etwas besser aus. Aber so ein einfaches Hemd gibt es nicht. Zur Not müsste ich die Farbe einfach ändern. Da hatten wir doch irgendwo, hatten wir was hier. Wenn ich das Karierte wegmachen könnte. Hier kann ich auch noch umschalten. Abendkleidung. Achso, die Alltagskleidung, okay. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Oh, das sieht ein bisschen nuttig aus. Dann werde ich vermutlich hier bleiben. Bei denen, ja. Das sieht mal ein bisschen besser aus. Hose. Na, das. Naja, das hat so Symbole oben, das will ich nicht. Na, das sieht gut aus. Nee, strichliert. Sieht nicht gut aus. Schwarz passt nicht. Grau gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Das ist so eine Jogginghose. Was haben wir hier? Das ist auch eine Jeans. Na, bleib ich lieber bei denen. Das gefällt mir eher. So, dann Abendkleidung. Vorgefertigte Looks. Mal gucken, was es hier gibt. Ah, da gefällt mir das fast. Ja, das sieht gut aus. Sport. Oh, das gefällt mir. Aber vielleicht in Rot. Ja, nehmen wir Rot. Schlafen. Sicher nicht so. Und auch nicht so.
So, das ist also. Zack. Der Tattoos? Ist ja ein netter Tattoos. Hier Tattoos. Kann ich direkt so wegmachen, okay, gut. So, dann passt es auch schon mal. Und hier haben wir noch eines. Vorgefertigte Looks gucken wir nochmal. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, sieht gut aus. Na, bleibe ich hier bei Schwarz. Das sieht richtig gut aus. So, wie geht's hier jetzt weiter? Okay, da kann man ihn drehen. So, was haben wir hier? Kombinierte, bla, pipa, Schuhe. Ah, behalte deine Schuhe an. Einen komischen. Wo müssen wir jetzt hier weitermachen? Ah, sollte man hier mal einen Namen eintragen? Wie nennen wir ihn denn? Vorname. Na, natürlich. Träumst du? Und Nachname. Was für einen Nachname nehme ich denn hier? Schwierig, schwierig. Ach. Hier. Nee. Nehmen wir Quof. Was haben wir sonst hier? Jakob. Schneider. Oh mein Gott, das sind Namen. Bleibe ich lieber bei Wolf. So, was ist das jetzt? Wählen. Bestreben. Bestreben. Was bestreben wir denn? Beliebtheit. Das sind ja interessante Sachen. Komplett anders als wie in Sims 3. Essen, okay. Liebe. Ah, ich bin zwar ein Romantiker, aber das lassen wir mal diesmal hier weg. Kreativität. Bin ich zwar auch, aber naja. Familie. Natur. Was haben wir mit der Natur? Bonusmerkmal, sammeln. Sammler können häufiger seltene Sammelobjekte finden, okay? Sportlich, Vermögen und Wissen. Dann würde man schneller lernen alles. Ich bleib bei Sammler. Dann gibt es auch noch Unterschiede, was? Dieses möchte alles sammeln, was die Welt zu bieten hat. Okay. Das ist für Fisch extra. Botaniker. Dieses möchte Pflanzen züchten und ein ausgezeichneter Gärtner werden. Will mir das. Das klingt cool. Bonusmerkmal. Okay. Bonusmerkmal. Dein Sim hat ein Bonusmerkmal. Alten, da er ein Bestreben gewählt hat. Ach, das ist das hier oben dann, das Merkmal. Ein Kästchen. Okay. So. Wähle ein Merkmal. Tust du. Aktiv.
Eigentlich bin ja nicht ich nicht so der Gärtner. Machen wir mal einen Charakter so ein bisschen nach meiner Persönlichkeit. Nur, was ist mein Bestreben? Essen? Ja, Essen ist auch ein Bestreben von mir. Kreativität. Aber ich sammle natürlich auch gerne. Ja, ich bleibe mal hier beim Gärtner am besten. Weil die Merkmale kann ich ein bisschen nach mir richten. Genie. Ja, ich sag mal, ich bin zwar intelligenter, aber Genie. Hitzkopf. Romantisch. Ja, romantisch bin ich auf jeden Fall. Ich nehme mal dazu. Wähle Merkmal. So, was haben wir hier? Hobby. Bücherwurm. Ich lese nämlich auch sehr gerne. Und Lifestyle, was haben wir hier noch? Sozial. Ich bin eigentlich sehr sozial. Einzelgänger auf jeden Fall nicht. Bro, eher nicht so meins. Gemein bin ich hin und wieder. Gesellig. Gesellig bin ich eigentlich schon. Sprunghaft. Nee, ich bin eher so. Oh, kann schon sprunghaft sein. Gut. Ich bin eigentlich sehr ein netter Mensch. Und sehr ein aufgeweckter. So. Dann jetzt einen Namen geben. Haben wir schon. Okay. Aussehen gestalten, okay. Haben wir auch schon. Ja, und wo ist jetzt der Button zum Akzeptieren? Ah, hier haben wir was. Was ist hier? Zufällig. Rückgängig. Wiederholen, okay. Ah, hier. Einfach auf den Button. Wir haben ja hier alles ausgewählt. Ja, das passt. Was ist das hier? Porträt zufällig wählen. Haushalt in Galerieteil. Nee, brauche ich nicht. Wir klicken hier mal auf Enter. So, was sagt der Timer? Timer sagt, wir können noch in ein Haus einziehen und dann müssen wir anscheinend auch schon Schluss machen. Einziehen. Ja, das ist mir schon klar, wie man einzieht und so. Ah, sie haben es jetzt wieder auf Stücke aufgeteilt. Ja, das ist eher die, sagen wir mal, die reichere Gegend. Okay, das kann ich mir nicht leisten. Ach, einen unbewohnten. Das heißt, überall dort, wo nichts darüber ist. Das kann ich mir auch nicht leisten. Wo sind die, was ich mir leisten kann? Ah, hier. Ja, okay. Knarrende Hütte. Ja. Halleluja. Zum einsamen Bächlein. Das klingt aber lustig. Das könnte mir fast gefallen. Was haben wir hier noch? Mauerblümchenhügel. Der hat schon einen schönen Garten, kann ich mir aber in der Wohnung schon mehr drinnen. Was haben wir hier noch? Dieses Grundstück kannst du dir nicht leisten, okay. Ja, dann werden wir das Bächlein nehmen. Wo steht unser Vermögen? Okay, 4000 Simoleons bleiben und somit dann noch. Möbliert, ja, lassen wir möbliert. Und wir ziehen hier mal ein. Erstmal trinke ich was. Kontrolle übernehmen, ja, machen wir natürlich gerne.
Bla 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 bla, okay. Huch. So. Schon mal besser. Geht das noch wie früher? Genau. Null. Okay. Wir können also mit den Numpad-Tasten noch immer steuern, die Geschwindigkeit. Drehen, ja, das ist mir noch klar. Kamera bewegen. Ist mir auch. So, was haben wir hier? Kamera ändern. Mit, hier STRG plus Shift plus Tab. So, was haben wir hier? Mannsteuerung. Ah, genau, das ist nämlich wichtig. Aber ich will es nämlich auch ohne. Genau, so wollte ich es immer haben. So, Kamera fokussieren. Achso, einfach auf die Person klicken, ja, das ist klar. Kameraverfolgung. Ist auch klar. Einfach oben bleiben. Das ist auch klar. Die Geschwindigkeit. So. Aktions. Warteschlange. Okay, die reiht sich jetzt anscheinend von unten nach oben. Oder was? Ja, anscheinend. Kinderkanal schauen. Oh mein Gott. Weg damit. So, was haben wir noch? Das ist die aktive. Ist klar, das haben wir das unterste, das aktive momentan ist. Multitasking. Sims sind jetzt multitasking fähig, das bedeutet, dass sie nicht mehr auf nur eine Interaktion zur gegebenen Zeit beschränkt sind. Das ist aber cool. Zum Beispiel trainieren. Zu unterhalten oder zu fernsehen. Selbstständigkeit. Ja, das ist klar, den Willen, den habe ich auch eingeschaltet. Ich habe momentan auf unbegrenzte Zeit gesetzt. Mit Gefühlen spielen. So, wir müssen aber diese Folge. Müssen wir noch nicht. Was haben wir hier? Etwas pflanzen. Ach, das sind die Wünsche in Sims 3, die komischen Teile hier. Kriegt man hier auch irgendwie eine so Lebenszeitbelohnung? Was bedeutet das? 25? Ach, er hat das automatisch im Kopf. Aber das kann ich anscheinend nicht direkt fixieren. Emotionen. Wo sehe ich eigentlich die Laune von meinen Typen hier? Telefon, Haus. Was haben wir hier? Freiberuf der Botaniker, okay. Karriere. Fähigkeiten, Beziehungen, Inventar, Simulogie, okay, ja, alles etwas verwirrend hier noch, lassen wir mal lieber bleiben hier, was haben wir hier, Bedürfnisse, genau, das habe ich gesucht, Hunger, okay. Ja, natürlich, wir haben gerade angefangen, deswegen ist alles in grünem Bereich.
So, Inspiration. Dann sind wir jetzt inspiriert. War über ein Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Hä? Achso, hier darüber. Ein inspirierter Sim hat jede Menge blablabla kreative Ideen. Okay, ist auch wieder irgendwas Neues wieder. Also vermutlich, wenn wir in reellen Leben, wenn wir jetzt irgendwas sehen, so ein kreativer Typ da, Fotograf zum Beispiel, ja, sieht jetzt irgendwo einen Baum und ja, dann wieder kreativ oder so. Vermutlich wird das gemeint, Laune, okay. So, kochen. Ist alles klar, alles klar. Dein Sim hat inspiriert und möchte kochen. Während? Okay, wenn also umso besser die Sims inspiriert sind, umso besser sind auch die Funktionen, sage ich jetzt mal. Kann man hier jetzt irgendwie weitergehen oder was? Will er kochen? Nö. So, etwas pflanzen. So, vielleicht klappe ich das einfach ein. Okay. So, Karriere, Fähigkeiten. Habe ich natürlich keine. Dann werden wir hier einfach mal loslegen. Oh, das Tutorial geht mir hier schon. Kann ich das nicht wegklicken? Das geht mir echt etwas am Simmel. Und dann Sim hat inspiriert und möchte kochen. Während er inspiriert ist, kocht er bessere Gerichte. Verschwindet jetzt. Okay. So, Fähigkeiten. Gut, ist klar. Hast du es endlich? Hoffentlich. Kann man hier eigentlich... Nö, so nicht. So auch nicht. Okay. So, das heißt, ich gehe schnell mal in die Steuerung hier rein. Spieloption. Hier Steuerung. Kann man da was ändern? Nee, ja, toll. Hat gerade noch gefehlt. Wir brauchen Blümchen. Wo sind die Blümchen oder Samen oder irgendwie sowas in der Richtung? Ist das mein ganzer Grund hier? Nee, das ist hier schon wieder ein anderer Grund. Mir gehört nur der Teil hier. Soll es eine Mauer sein? Ja. Voll die dicke Mauer hier. Natürlich irgendwas zu... Hier kann man nichts anklicken. Mal gucken, haben wir Post? Nö, haben wir nicht. Dann... Hier haben wir ein Bad. Ja, nicht mal ein Bücherregal. Das ist ja... erschreckend. Gibt's denn hier einen Baumodus? Pinnwand, Kamera, Galerie öffnen. Ah, hier, Baumodus, F2. Ja, lass mich in Ruhe. Ich brauche ein Bücherregal. Ich blick hier nicht wirklich gerade durch. Aber, Dadurch, dass ja jetzt eigentlich das Spiel anfängt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!